Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier in Wiesbaden, liebe Genossinnen und Genossen. Herzlich willkommen in unserem neuen Messe- und Kongresszentrum. Herzlich willkommen im RMCC, das wir in der vergangenen Woche hier eröffnen dürfen. Ich bin sehr stolz darauf, dass ihr es seid, liebe Genossinnen und Genossen, die nach einem Abend für Ehrenamtliche, einer akademischen Feier, einem Wochenende der offenen Tür und einer ausverkauften Zaubershow die Ersten seid, die hier tagen, die Ersten seid, die hier diskutieren, die Ersten seid, die hier wichtige Beschlüsse fassen und damit unser neues Kongresszentrum als Erste, als Tagungsort benutzt. Und es ist für mich dementsprechend ein doppeltes Zeichen, dass ihr nach Wiesbaden gekommen seid. Die Älteste und die stolzeste Partei Deutschlands kommt zur Bestimmung ihrer eigenen Zukunft in Deutschlands neuestes und modernstes Kongresszentrum seiner Art. Ihr kommt damit in eine Stadt, in der die Sozialdemokratie vor etwas mehr als 10 Jahren so tief gesunken war, wie man dies niemals für möglich gehalten hätte. In eine Stadt, in der die SPD sich aber nichtsdestotrotz wieder herangekämpft hat. Liebe Genossinnen und Genossen, für uns war damals, vor etwas mehr als 10 Jahren, nichts mehr selbstverständlich. Die Wiesbadenerinnen und Wiesbadener haben uns ausgelacht und im ernsthaften Gespräch miteinander kein Stück Brot von uns angenommen. Ihr könnt euch sicher sein, das sind keine schönen Erinnerungen. Aber wir haben uns den Mund abgewischt, haben uns neu sortiert, haben uns zusammengerissen, sind zu jeder noch so kleinen Veranstaltung, haben Bündnisse mit zivilgesellschaftlichen Organisationen geschmiedet, Termine gerobbt, Präsenz vor Ort gezeigt. Wir haben die Menschen in unserer Stadt gefragt, was sie von ihrer Stadt erwarten, wie sie sich ihre Stadt vorstellen. Und, liebe Genossin, langsam, ganz langsam, haben wir Vertrauen zurückgewonnen. Das haben wir geschafft, weil wir zu den Menschen gegangen sind, weil wir zugehört haben und weil wir niemals etwas versprochen haben, was wir nicht halten konnten. Und liebe Genossinnen und Genossen, das hat sich alles gelohnt. Wir konnten zwischenzeitlich eine Oberbürgermeisterwahl gewinnen, stellen, wenn auch knapp, die stärkste Fraktion im Rathaus, stellen den Stadtkämmerer, den Sozialdezernenten und 17 von 26 Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern. Und dennoch ist auch bei uns nicht alles Gold, was glänzt. Unser Ergebnis ist kein Höhenflug und auch in der hiesigen Stadtpolitik machen wir in einem Kenia-Bündnis natürlich Kompromisse und ja, Genossinnen und Genossen, manchmal tun die auch weh. Und ich will hier auch nicht als Oberlehrer stehen. Ich will euch damit nur sagen, dass es hier vor Ort ganz konkret gelungen ist, einen massiven Niedergang zu stoppen, den Trend umzukehren. Und, liebe Genossinnen und Genossen, ich will euch Mut machen, ich glaube, was im Kleinen geht, das kann uns gemeinsam auch im Großen gelingen. Das, was wir hier in der hessischen Landeshauptstadt geschafft haben, ist es, dass uns die Menschen wieder mehr Vertrauen entgegenbringen, dass sie uns Genossinnen und Genossen vor Ort wieder Glauben schenken. Sie vertrauen uns. Sie vertrauen uns, dass wir jeden Tag unser Bestes für diese Stadt geben und über die Verbesserung des täglichen Lebens nicht nur in Sonntagsreden schwadronieren, sondern dass wir im täglichen Tun ernsthaft daran arbeiten. Dass wir daran arbeiten, Wohnungen bauen zu wollen, um die Mieten auf ein erträgliches Maß zu drücken. Dass wir Elektrobusse anschaffen und eine Citybahn bauen, um eine gesunde und umweltverträgliche Mobilität in der verstopften Innenstadt zu gewährleisten. Und sie vertrauen uns, dass wir eine Schule nach der anderen, das ein ums andere Bürgerhaus und unzählige Sporthallen sanieren und neu bauen, damit wir den Verfall der örtlichen Infrastruktur endlich stoppen können. Der ein oder andere
von euch wird sagen, Kleinigkeiten. Nicht der große Wurf, werdet ihr einwenden. Das ist doch täglich Brot, mag man meinen. Nein, Genossinnen und Genossen, das ist es nicht, denn genau das ist es, was die Menschen in unseren Städten von uns erwarten. Sicher, keine praktische Politik ohne eine Idee, keine praktische Politik ohne eine innere Überzeugung, keine praktische Politik ohne einen Überbau, ohne auch eine große Vision. Aber Genossinnen und Genossen, bitte nicht nur große Politik. Bitte mehr kümmern, bitte mehr zu den Menschen gehen, bitte verloren gegangenes Vertrauen neu aufbauen. Und auch das muss gesagt sein, wenn sich unser Unterbezirk dann an das Willy-Brandt-Haus wendet mit der Frage, wer sich denn vom Bundesvorstand vorstellen könnte, am Samstag in einem wichtigen Wahlkampf für Hausbesuche zur Verfügung zu stehen in den unterschiedlichsten Stadtteilen. Und dann bekommen wir nicht eine einzige Person genannt. Dann frage ich mich, und ich glaube zu Recht, wozu Leitanträge denn dienen, wenn wir nachher alle schulterklopfend nach Hause fahren, aber die Menschen von unserer Filterblase auf den Parteitagen da draußen im wahren Leben überhaupt nichts mehr mitbekommen. Genossinnen und Genossen, wir taten immer gut daran, wenn wir das echte Leben da draußen auf der Straße, in den Fokus unserer täglichen Arbeit, in den Fokus unserer Politik gerückt haben. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben im zurückliegenden Jahr viel diskutiert, uns mit uns selbst beschäftigt und ja, wir haben uns gestritten. Es hat uns alle viel Kraft gekostet und war sicher nicht die beste Werbung in eigener Sache. Aber wir haben jetzt ein Ergebnis. Lasst uns bitte diesen Parteitag verdammt nochmal zum Anlass nehmen, uns auf unsere Werte und auf unsere Stärken zu besinnen und mit neuer Geschlossenheit nach vorne blicken. Es liegt nämlich an uns, die Menschen da draußen, davon zu überzeugen, dass diese Republik eine starke Sozialdemokratie dringender braucht als vielleicht jemals zuvor. Nehmt dabei von einem nicht delegierten, demütig zu euch sprechenden Oberbürgermeister einer kleinen Großstadt eine Bitte mit in die heutigen Beratungen. Bei aller Wichtigkeit von dicken Antragspaketen dürfen wir die Menschen und ihre elementaren Bedürfnisse nach einem sozialen und sich kümmernden Staat nicht vergessen. Die wahren Revolutionäre sind für mich immer noch die Reformer. Ihr werdet das Zitat kennen. Seid genau in diesem Sinne als Revolutionäre herzlich willkommen in der Landeshauptstadt, herzlich willkommen hier in Wiesbaden. Ich wünsche euch gute Beratungen, gute Ergebnisse. Glück auf!